Stunden nach dem Anschlag ist die Spannung noch mit Händen zu greifen. Das große Polizeiaufgebot soll jetzt wohl ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Augenzeugen berichten von 15 Detonationen. Im Sekundentakt hätten die Angreifer die Sprengsätze auf Passanten geworfen. Überall hätten blutüberströmte Menschen, Verletzte und Tote gelegen. Mit einem Geländewagen seien die Attentäter davongerast. Urumqi ist die Hauptstadt der Provinz Xinjiang, wo die muslimischen Uiguren beheimatet sind. Ihr Verhältnis zu zugezogenen Han-Chinesen ist seit jeher belastet. Immer wieder kommt es zu Gewalt. Vor gerade mal 3 Wochen hat es auf dem Bahnhof von Urumqi einen schweren Anschlag gegeben. Unbekannte zündeten Bomben und griffen Passanten mit Messern an. 3 Menschen wurden getötet, es gab viele Verletzte. Für solche Gewalttaten macht Peking gewöhnlich militante Uiguren verantwortlich. Auch dieser jüngste Anschlag in Urumqi soll auf ihr Konto gehen. Der Angriff zeigt ein weiteres Mal, dass Terroristen fundamental gegen Menschlichkeit, Gesellschaft und Zivilisation sind. Sie sollten von der chinesischen Bevölkerung und der internationalen Gemeinschaft verurteilt werden. Wie immer in solchen Fällen kündigte die chinesische Regierung harte Strafen an. Den Spannungen zwischen den Volksgruppen aber dürfte das nur neue Nahrung geben.